Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zum zweiten Video vom Mai-Spezial. Diesmal geht es um Vision der Angst von Sandra Glover. Und in Vision der Angst geht es um Kids. Kids hatte einen Autounfall und ist infolgedessen querschnittsgelähmt. Sie bemerkt aber recht schnell, dass sie dafür andere Fähigkeiten entwickelt hat. Sie sieht Dinge in ihren Träumen, die dann später so passieren. Sie kann teilweise die Gedanken von Menschen lesen, aber nicht immer. Und auch am Tag hat sie so Eingebungen, was demnächst passieren wird oder passieren könnte. Außerdem hat sie leichte telepathische Fähigkeiten und kann Dinge mit ihren Gedanken bewegen, quasi. Aber niemand glaubt ihr so richtig. Also ihre Familie ist natürlich immer noch unter Schock durch diese ganze Situation mit dem Autounfall und ihrer Querschnittslähmung, wodurch sich Kids auch sehr verändert. Wir wissen jetzt nicht, wie sie vorher war, weil das Buch direkt im Krankenhaus anfängt. Aber scheinbar war Kids früher mal sehr nett, vor allem nett und aufgeschlossen und witzig. Temperamentvoll, charmant, was wir in dem Buch jetzt aber nicht so merken, weil sie die meiste Zeit sehr schlechte Laune hat, natürlich durch den Unfall, durch alles, was passiert ist. Außerdem hat sie unheimliche Wut auf ihre beste Freundin Liza, die den Unfall ohne einen Kratzer überstanden hat, obwohl sie dabei war, die sich aber an nichts erinnern kann, also auch nicht helfen kann, zu sagen, wer den Autounfall verursacht hat. Denn Kids erinnert sich nicht dran und Liza angeblich auch nicht. Ja, ist sie auch auf diese beste Freundin sehr wütend, wahrscheinlich eher neidisch, weil ihr nichts passiert ist, ne? Und Kids sitzt jetzt halt im Rollstuhl. Sehr, sehr schwierige Situation. Und so 90% des Buchs hat Kids eigentlich schlechte Laune, aus diversen Gründen. Einmal wegen der Situation, aufgrund dieser Situation, in der sie sich befindet, dann aber auch aufgrund dessen, dass ihre Eltern ihr nicht glauben, ihre Geschwister ihr nicht glauben, dass sie Fähigkeiten hat, die einfach nur sagen, sie ist krank und bildet sich das ein, sozusagen. So, und dann sieht Kids aber voraus, dass etwas mit Liza passieren wird. Und sie versucht, das zu verhindern. So, das ist so grob das, worum es in dem Buch geht. Es ist wie alle Bücher in diesem Monat aus dem Fantasy-Buchclub für Mädchen. Und es kam offensichtlich, also ich habe jetzt tatsächlich bei dem Buch nicht extra gegoogelt. Also weiß ich es gar nicht so genau. Also rede ich jetzt am besten nicht weiter. Ich weiß nicht, ob es nochmal rauskam. So, der Originaltitel des Buchs ist The Girl Who Knew. Auch sehr passend. Also ich finde jetzt beide Titel relativ passend zur Handlung. Auf dem Cover geht sehr viel ab. Also ich habe mir das vorher nochmal in aller Ruhe angeguckt und habe es verglichen mit der Handlung. Und da sind so ein paar Sachen mir aufgefallen auf jeden Fall, die man jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, nicht sofort sieht. Also einmal, das soll wahrscheinlich Kids sein, ich gehe davon aus. Dann haben wir hier unten noch einen Adler. Entschuldigung, da drüben. ein Adler, der wichtig ist für die Handlung. Dann sieht man hier im Hintergrund ein Auto. Das habe ich vorher tatsächlich noch nicht mitgekriegt. Ja, und hier drüben haben wir so ein paar Lämmer, die eigentlich nicht ganz korrekt sind, weil die müssten eigentlich liegen und nicht stehen. Aber ich meine, das Cover ist hier schon mal korrekter quasi als auf dem anderen Buch, was ich letzte Woche vorgestellt habe. Nichts ist von Dauer. Da hat ja die Haarfarbe gar nicht gestimmt von den Protagonisten. So, genau. Dann habe ich mir vorhin mal angeguckt und am Ende, hinten drauf, wie nennt man das? Beim Klappentext. Auf jeden Fall, es sind ja noch mehr Sachen, die habe ich aber jetzt nicht wirklich erkannt, ganz ehrlich. Weiß nicht so richtig, was sein soll. Gebe ich ganz ehrlich zu. Sieht aus wie Müll oder so. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall noch der Rest von dem Auto mit da drauf. Und ansonsten weiß ich nicht so richtig, was der Rest sein soll. So. Ja, das Buch kam quasi 2003 im Fantasy-Buchclub raus und das Original ist von 2000. So, das hat insgesamt
128 Seiten. So. Und ich muss sagen, bei dem Buch hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es zu kurz ist. Es hat ja noch weniger Seiten als das letzte Buch. Es hat 25 Seiten weniger als Nichts ist von Dauer. Und ich finde, dass das der Handlung nicht unbedingt zugutekommt. Vor allem, weil, wie schon erwähnt, Kids die meiste Zeit des Buchs eine sehr unangenehme Hauptperson ist. Also ich mochte sie, ehrlich gesagt, überhaupt nicht von Anfang bis Ende. Weil da auch wirklich jetzt so nicht wirklich eine Entwicklung stattgefunden hat. Also sie war halt die meiste Zeit wirklich sehr unangenehm ihren anderen Zeitgenossen gegenüber. Und das fand ich etwas schade, wenn auch nachvollziehbar, aber hätte ich mir vielleicht anders gewünscht. Außerdem hat mich sehr irritiert, ehrlich gesagt, dass ihre Eltern immer mit Mr. und Mrs. Bellingham, glaube ich, angesprochen wurden. Also es stand immer so da, sagte Mrs. Bellingham, wo ich mir dachte, da hätte man jetzt aber auch sagte Kids Mutter schreiben können. Es war eher so, es war sehr distanziert, ne? Also ich meine, die Brüder wurden mit Namen genannt, aber die Eltern wurden immer mit Mr. und Mrs. Bellingham bezeichnet. Und das fand ich irgendwie sehr merkwürdig, weil, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie sehr komisch. Ja, also es gab viele Sachen, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie näher erläutert werden würden, was aber nicht der Fall war. Zum Beispiel hätte ich mir auf jeden Fall ein Prolog gewünscht, wo wir sehen, wie Kids vorher war. Ich denke, das hätte der Handlung sehr, sehr gut getan. Und auch einzelne Sachen, die dann so später passieren, so wo wir dann Einblick kriegen in Lisas Alltagsleben, hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen näher drauf eingegangen wäre. Weil es ist so eine eigene Welt quasi. Aber wir erfahren nur sehr, sehr wenig darüber. Also es gibt, glaube ich, nur eine Szene, die tatsächlich bei Lisa zu Hause spielt. Und alles andere erfahren wir nur, weil sie es erzählt. Aber auch nur sehr sporadisch. Und das, also ich glaube, bei dem Buch wären 50 Seiten mehr sehr gut gewesen. Dementsprechend fand ich es nicht ganz so stark. Und konnte jetzt nicht mehr unbedingt nachvollziehen, warum ich das Buch aufgehoben habe. Ich vermute, ich habe es einfach aufgehoben, weil es eher so in Richtung Mystery geht. Und ich diese Bücher damals eben gesammelt habe. Aber ich fand es jetzt nicht unbedingt lesenswert. Gebe ich ganz ehrlich zu. So, genau. Ja, ich glaube, ansonsten gibt es gar nichts weiter in dem Buch zu erzählen. Also, hat sich jetzt für mich nicht unbedingt gelohnt, es nochmal zu lesen. Nichts ist von Dauer, hat mir wesentlich besser gefallen. Aber das sind natürlich dann auch persönliche Präferenzen. Ich fand es jetzt halt nicht besonders toll, nicht besonders stark. Und habe auch erläutert, was ich schwach fand, sozusagen. So, genau. Gut, dann würde ich sagen, war es erstmal von meiner Seite. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche beim dritten Video vom Mai-Spezial. Bis dann.